Lebensabschnittsgeschichten, das ist das Thema unserer Reihe Der Norden liest und wir sind heute Abend in Parchim in der mecklenburgischen Landesbühne. Neben mir ist Leander Hausmann, der bekannte Regisseur, Film- und Theatermann, der 1989 hier ein halbes Jahr kurz vor der Wende gearbeitet hat. Wie fühlt sich das an, nach so vielen Jahren erstmals wieder hier zu sein, Herr Hausmann? Also wenn uns damals 89, das war ja schon in der Vorwendezeit, jemand gesagt hätte, dass wir einst zurückkehren, so wie Besuch der alten Dame, ja, in die Stadt, aus der man mit Schimpf und Schande vertrieben wurde, mit dem Westfernsehen und dann da so steht als älterer Herr und darüber resoniert, wie es damals so war, dann hätten wir uns totgelacht und das für eine große Verarsche gehalten. Nun ist es so, nun ist man hier und ich muss sagen, ich bin zunächst einmal erstaunt, zumindest was das Theater betrifft, dass sich hier gar nichts verändert hat. Fast gar nichts. Also es ist genauso wie in meinen Erinnerungen. Normalerweise ist es ja so, dass einem diese Sachen plötzlich so klein vorkommen. Aber ich finde beispielsweise, der Zuschauerraum ist ziemlich groß. Also jedenfalls größer, als ich ihn in Erinnerung habe. Die Bühne allerdings wiederum ist noch kleiner, als ich sie in Erinnerung habe. Und ansonsten kann ich sagen, wir treffen ja hier auch ein paar alte Weggefährten. Ist es ein schönes Gefühl. Man sieht die Strecke, die man gegangen ist. Man sieht auf sie zurück mit Sehnsucht, aber eben auch mit einer gewissen Genugtuung, was man alles so geschafft hat an Werken. An der Bar des grünen Salons in der Volksbühne steht sein Kumpel Uwe Dag Berlin, der in den nächsten... Entschuldigung. Ich wusste nicht, dass du irgendwann mal dabei sein wirst, wenn ich das... Okay. An der Bar des grünen Salons in der Volksbühne steht sein Kumpel Uwe Dag Berlin, der in den nächsten Stunden noch seine Hose herunterlassen und sein Geschlechtsteil zeigen wird, woran er sich aber am nächsten Morgen nicht mehr erinnern wird. Es war sehr schön, sehr gut gefallen. Auch so, dass er noch so ein bisschen von Parchim gelesen hat und ja, dass so alte Erinnerungen wieder hochkamen. Parchim war der Gulag, in den die Überflüssigen, die Abgeschriebenen, die Über- und Unterbegabten abgeschoben wurden. Aber eben auch Experimentierküche für alles, was kommen würde. Konzentrierte Selbstbeschauung, Großkotzigkeit im Kleinformat. Parchim war wie das Kinderzimmer für unartige Kinder, abgeschlossen und Schlüssel weggeworfen. Herr Thiele ist auch hier, ne? Jetzt muss ich auf, also der ehemalige Intendant. In dem kleinsten Intendantenbüro der Welt thronte ein SED-Idealist im grauen Mischgewebeanzug, bei dem es einen schon beim bloßen Hinsehen juckte. Aber ein echter Künstlerfreund und ein trauriger Ermöglicher, das war Rainer Thiele, Intendant der Landesbühnen Parchim. Ja, die Sache mit dem König, ne? Mit dem Essert. Also den habe ich ja sehr bewundert, diesen Vater als Schauspieler. Ja, im Fernsehen war ja oft präsent, dass das nun da so ein Kampf um diese Geschichte vom König von Spanien war. Weiß ich nicht, hätte ich nicht so gedacht. Ja, ich finde die Vater-Sohn-Geschichte sehr interessant. Das kann ich mir auch sehr bildlich vorstellen. Der König von Spanien ist ein Arschloch, sage ich so, dass er es nicht hören kann. Er ist ja schwerhörig. Aber das hat er komischerweise doch gehört. Ja, das kann sein. Seine Emotion nimmt Anlauf. Auch mein Herz flattert. Aber er fasst sich nicht an den Sack, nur weil er ein Arschloch ist. Mein Vater ist ganz bleich. Jetzt mach es doch nur einmal, sage ich. Und erhebe meine Stimme etwas. Brüll mich nicht an, brüllt mein Vater. Ich habe nicht angefangen, brülle ich zurück. Die Scheinwerfer klappern. Dann soll das ein anderer spielen. Nur weil du dir nicht an den Sack fassen willst, willst du die Rolle abgeben? Nicht ich will mir nicht an den Sack fassen, sondern der König von Spanien will sich nicht an den Sack fassen.
Blendend. Blendend. Ja, war ganz toll. Es war eigentlich alles schön. Unerwartet gut. Ich hatte keine Ahnung, worauf ich mich einlasse. War schön. Sehr gut. Ja. Sehr charmant, amüsant, bitter, freundlich. Ich achte ihn sehr und bewundere ihn. Lebensabschnittsgeschichten ist das Thema von unserer Reihe in diesem Herbst. In welchem Lebensabschnitt befinden Sie sich jetzt gerade selbst? Ja, auf welcher Karte, also auf welcher Stelle der Karte des Lebens sind wir? Das ist immer die große Frage. Ist es jetzt die Hälfte des Lebens? Vielleicht, weil ja die Lebenserwartung höher ist? Oder sind wir morgen schon tot? Wir wissen es ja nicht. Deswegen ist es immer ganz gut, wenn wir mal zwischendurch ein bisschen ein kleines Resümee ziehen aus dem, was war und ob das in Ordnung war. Und dann sind wir jetzt in einem Alter, also wenn ich jetzt von wir reden darf, dann meine ich Sie durchaus auch, ja. Aber rede ich doch von mir, würde ich sagen, ich bin in einem Alter von 50, wo es sich lohnt, darüber nachzudenken, was man noch so will, was man noch so vorhat und das auch umzusetzen. Ein Traum, der auf jeden Fall noch Wahrheit werden sollte, gibt es den? Also ich glaube, am Ende meines Lebens, da ich ja Untätigkeit noch nie kannte, schon als Kind nicht, und da man ja im Alter in die Kindheit zurückkehrt, würde ich vielleicht gerne als Autor mein Leben abschließen. Vielen Dank.